Jo, hallo Leute, ich möchte nur noch ein kurzes Skyrim-Tutorial nachschieben, wie man ganz einfach jemanden im Spiel umbringen kann, auch wenn Zeugen dabei sind, ohne dass man dafür von den Wachen belangt wird, also dass man nicht gleich angegriffen wird und dann im ganzen Land gesucht wird. Und zwar bin ich dafür jetzt mal hier nach Riverwood gereist, um das zu demonstrieren. Ja, und wir versuchen jetzt mal das Mädel hier umzubringen. Und wir werden natürlich von ihrem Vater dabei beobachtet. So. Ja, auch wenn wir uns jetzt hier in die Ecke knien und möglichst versuchen, nicht gesehen zu werden. Ja, genau, er sieht es. Und jetzt kommen auch gleich die Wachen hereingestürmt und wir haben schon das ganze Problem. Wir können die jetzt zwar alle umbringen, aber das Problem ist, dass wir dann im ganzen Land gesucht werden und immer wenn wir hierher zurückkommen, werden wir gleich angegriffen. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Und ja, um das Problem zu lösen, braucht man eigentlich nur einen Eimer. Und ja, so komisch das auch klingt, wir nehmen einen Eimer und werden ihn über den Kopf von dem Händler stülpen. Die Leute in Skyrim sind nämlich sehr realistisch programmiert. Das heißt, was sie nicht sehen, das nehmen sie auch nicht wahr. Und wenn wir jetzt den Eimer hier über den Kopf von Lucius stülpen, wird er nicht bemerken, dass wir seine Tochter umbringen, auch wenn wir die einzigste Person im Raum sind. So, dafür nehmen wir jetzt den Topf und versuchen den ein bisschen umzudrehen, indem wir ein bisschen gegen die Decke oder einen Pfeiler stoßen. Genau, und jetzt laufen wir nur noch hinter ihn und stülpen den Eimer über seinen Kopf. So, perfekt. Und er wird jetzt auch keine Versuche machen, den Eimer runterzukriegen. Wir können uns jetzt in aller Ruhe hier wieder in die Ecke knien und seine Tochter umbringen. So, und sobald das passiert ist, jetzt setzt er den Eimer ab, aber er realisiert nicht, dass wir die Einzigen im Raum sind, noch die Einzigen, die in Frage kommen, dass wir seine Tochter umgebracht haben. Insofern, das ist dann wieder unrealistisch. Aber egal, es ist ein schöner Trick, den ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, mögt das Video, macht ein Abo oder lasst es bleiben. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial.